Das Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheit, kurz Radix genannt, fördert über die Internetplattform feelokay.ch die Normalisierung von Pornokonsum unter Jugendlichen. Pornos seien, so die Verantwortlichen, selbst bei täglichem Konsum an sich nicht schädlich. Vielmehr könne man sich von sexuellen Praktiken inspirieren lassen oder das Gesehene ausprobieren. Auch schräge und perverse Sexualpraktiken seien okay. Diese Verharmlosung steht jedoch im Widerspruch zu den neuesten Erkenntnissen darüber, wie Pornografie das Sexualverhalten Jugendlicher belastet. Laut Mediensuchtexpertin Tabea Freitag zeigt sich in der Arbeit mit Mädchen oft, dass die Grenze von gewollter Sexualität zu sexuellen Übergriffen fließend ist und durch Druck seitens des eigenen Freundes noch verstärkt werden kann. Unfreiwillige sexuelle Erfahrungen seien keine Seltenheit und betreffen 60% der 17- bis 20-jährigen Frauen und 30% der Männer, so die Mediensucht-Expertin. Beschämender Fakt ist, feelokay.ch wird von zahlreichen Schweizer Kantonen mitfinanziert und als Sexualkundemittel an Jugendliche weiterempfohlen. Guten Abend.